Harry unterwegs und ja, aus einem einfachen Grund immer wieder die Fragen, was ist denn abends los, wie sieht es am späten Nachmittag, am Abend aus hier? Ich nehme euch ganz einfach mal mit. Wir starten hier im Campo International und wir fahren jetzt hier Richtung Playa de Ingles. Das Abendambiente einmal aufnehmen. Wir kommen vorbei an unserem Aussichtspunkt. Aber jetzt geht es erstmal hier Richtung Playa de Ingles. Und da oben, da vorne, da sieht man den Aussichtspunkt, an dem ich stoppen werde, halten werde. Ja, auch abends hat das seine Reize. Es sieht anders aus, das Licht ist anders. Ja, die Verkehrslage jetzt alles gut besucht im Moment. Wir haben eine gute Auslastung. Da vorne ist unser botanischer Garten auf der rechten Seite. Das Thermometer zeigt jetzt 26 Grad an. So, und hier der Übergang von Maspalomas vom Campo Internacional nach Playa de Ingles. Hier geht es den Berg nach oben. Ja, auch wunderschön hier bei diesen Lichtverhältnissen. So, und da vorne machen wir einen Stopp und blicken mal auf die ganze Schönheit vom Strand. Ja, genau mal andersrum die Sonne, sonst stehe ich immer hier und nehme auf, wenn die Sonne aufgeht. Hier jetzt der Untergang leider nicht mehr über dem Meer, nein, in den Bergen, ganz weit weg. Hier der Golfplatz mit dem schönen See in der Mitte. So, und der Blick langsam hier hinüber zu unserem Leuchtturm, zum Faro. Und hier auf der Seite dann das Via del Conde und schemenhaft sieht man nur El Hornillo und Bahia Meloneras. Und jetzt gerade hier wunderschönes Licht mit den Palmen. So, und weiter geht's. Wir fahren Richtung Rio Palas. Wir fahren auf der Avenida de Gran Canaria. Ja, und hier die Straße, nur zur Info, ist 30. Da hält sich kein Mensch dran. Es gibt ja eine neue Verkehrsordnung. Das heißt, eine Spur in jede Richtung mit einem extra Gehsteig, wie wir es hier haben, 30. Würde der Gehsteig jetzt nicht separat sein, sondern ebenerdig zur Straße, also ohne eine Erhöhung, dann wären das nur 20 Stundenkilometer. So, und ich schätze hier im Schnitt fahren die 40 bis 50. Nur zur Info, ich fahre jetzt hier 27, 28, knapp 30 Stundenkilometer. So, wir kommen jetzt gleich vorbei am Vital Suites und das ist eine wunderschöne Anlage. Ich habe schon mehrmals darüber berichtet. Hier kann man gut frühstücken, eines der besten Möglichkeiten zu frühstücken, Frühstücksbuffet hier. Alle sind begeistert.
So, wir fahren hier am Sandclub vorbei, eine wunderschöne, großzügige Bungalow-Anlage. Zur linken und zur rechten der Doctor Center, gerade aufgeteilt in verschiedenen Bezirken und immer beliebt und begehrt für Mieter und Verkäufer. So, und hier links, da würde es zur Sita gehen, aber wir fahren geradeaus. Wir fahren noch ein Stückchen weiter, wir fahren Richtung Rio Palace. So, und direkt vor uns das Hotel, eines der bekanntesten hier im Süden von Gran Canaria, Rio Palace Maspalomas, steht in Playa de Ingles. Gibt viele Verwechslungen. Ja, hier wunderschön gelegen am Ende der Straße oder am Anfang, wie man es eben nimmt. So, und wir fahren jetzt die Hauptstraße hier wieder zurück. Hier fängt die an, die Avenida Tirajana. Und die geht jetzt Richtung Fataga, für den, der mal nachsehen möchte. So, und hiermit ist die erste Runde beendet. Ich verabschiede mich jetzt und sage ganz einfach, ah, übrigens, unser Friseur hier, Salon Brunke, unsere Carmen Friseurmeisterin, auf der rechten Seite hier zu Hause, genau gegenüber vom Albora Katharina bei Lopesan. So, und hier vorne ist dann schon wieder der Sita-Kreisel. Der heißt nicht offiziell so, der wird so genannt von denjenigen, die hier ja ganz einfach leben oder Urlaub machen. So, und hiermit ist jetzt Schluss. Ich sage hasta luego und bis zum nächsten Mal.